Herzlich willkommen zu einem Video, das ihr euch schon so lange wünscht. Ihr habt mich gefragt, ob ich euch nicht ein paar Bodylotions empfehlen könnte. Und weil ihr ja wisst, dass ich nichts empfehle, was ich nicht selber getestet habe, habe ich nun wochenlang getestet, geschmiert und gecremt. Das Ergebnis seht ihr hier. Also meine Körperhaut ist nun spitzenmäßig gepflegt. Und das soll auch für euch eine Inspiration sein, nicht nur ans Gesicht, sondern an die ganze Körperhaut zu denken. Deshalb freut euch auf dieses Video und meine Empfehlung. Los geht's! Vorab zur Info. Ich habe diese Produkte alle selber gezahlt. Ich bin nicht gesponsert. Es sind keine Kooperationen und die Produzenten wissen auch nicht, dass ich sie getestet habe und hier vorstelle. Es sind lediglich meine eigenen Einschätzungen. Bodylotions sind ja so eine Welt für sich. Manche schmieren zu sehr, versauen die Kleidung, andere kleben, wiederum andere lassen sich schlecht einreiben oder manche ziehen auch so schnell weg, dass sich die Haut wieder ganz trocken anfühlt. Also ist es gar nicht so einfach, hier gute Empfehlungen zu geben. Und deshalb möchte ich euch mit diesem Video helfen. Bevor wir zu den konkreten Empfehlungen kommen, möchte ich aber mal mit einem Missverständnis aufräumen, um falsche Anwendungen zu vermeiden. Bitte nicht herkömmliche Bodylotions als Gesichtscremes anwenden. Ständig höre ich diese unreflektierte Empfehlung, man könne doch einfach jede Bodylotion auch als Gesichtscreme nehmen, weil das ja nur ein Marketing-Gag wäre und letztendlich die Zusammensetzung der Bodylotions auch denen von Gesichtscremes entsprechen würden. Das stimmt aber so nicht. Folgendes ist wichtig zu wissen. Normale Körperpflegeprodukte sind meistens nicht optimal für die Gesichtshaut konzipiert. Dazu gehören verschiedene Faktoren. Zum Beispiel enthalten sie oft keine hochwertigen Wirkstoffe. Klar, natürlich auch wegen des Preises. Basisinhaltsstoffe wie Fett- und Feuchtigkeitsspender können zwar gute enthalten sein, aber oft eben keine darüber hinaus agierenden, intensiveren Wirkstoffe. Aber auch die Auswahl der Fettmoleküle, zum Beispiel Pflanzenöle im Produkt, spielt eine große Rolle, denn manche von ihnen spreiten stärker als andere. Das heißt, sie breiten sich auf der Hautoberfläche selbstständig weiter aus, was bei Körperlotionen gewünscht ist, aber eben nicht bei Gesichtspflegeprodukten. Denn ihr wollt ja nicht, dass sie auf der Gesichtshaut spreiten und dann in Augen oder Mund hineinkriechen und dort einen unangenehmen Film oder Reizungen verursachen. Bei einer optimal konzipierten Gesichtscreme könnt ihr davon ausgehen, dass sie diese Faktoren berücksichtigt und auch nur höchstmöglich reizarme Inhaltsstoffe enthält. Ein weiteres Problem für die Anwendung von Bodylotions im Gesicht liegt darin, dass sie oft Duftstoffe bzw. Parfum oder ätherische Öle enthalten, die dann auf der empfindlichen Gesichtshaut, natürlich auch auf empfindlicher Körperhaut, zu Irritationen führen können. Auch bei Emulgatoren und Konservierungsstoffen gibt es erhebliche Unterschiede. Und wie bei fast überall spielt bei der Qualität natürlich auch der Preis mit hinein. Und da wird gerne bei Körperprodukten mal an beidem gespart. Das heißt natürlich nicht, dass teure Produkte gleich besser wären. Aber wenn eine Körperlotion unter 5 Euro kostet, dann wird es meistens schon recht eng mit der Qualität. Nochmal zu den billigen Inhaltsstoffen. Dazu gehört auch Alkohol. Also Ethanol, meist denaturiert, der sich häufig in hohen Konzentrationen in Körperpflegeprodukten findet. Auf der Inhaltsstoffliste erkennt ihr ihn an der Bezeichnung Alkohol oder Alkoholdenat. Und wenn er ganz oben auf der Liste steht, so in der oberen Hälfte, dann ist ziemlich viel davon im Produkt enthalten. Wenn er allerdings weit unten oder am Ende steht, dann sind so minimale Mengen enthalten, dass sie keinen Einfluss mehr auf die Haut nehmen. Ethanol bringt aber der Haut gar nichts. Es kann jedoch das Auftragegefühl des Produkts auf die Hautoberfläche positiv beeinflussen und steigert damit natürlich auch den Verkauf. Denn dieser Alkohol kann ein eigentlich dickflüssiges Produkt so verändern, dass es sich dann beim Auftragen viel leichter anfühlt. Zudem müsst ihr wissen, dass ein erheblicher Anteil des Alkohols beim Auftragen verdunstet. Das kann erstmal einen angenehm kühlenden Effekt vermitteln und auch den Eindruck geben, als würde die Lotion besser einziehen. Aber durch die Verdunstung kann es auch zu einem hauteigenen, quasi mitgezogenen Feuchtigkeitsverlust von Wasser aus der obersten Hautschicht kommen, je nachdem, wie das Produkt als Ganzes formuliert ist. Vor allem bei sensibler oder vorgeschädigter Haut, auch bei Hauterkrankungen, können höhere Mengen Alkohols im Hautpflegeprodukt zu Reizungen führen
unproblematische Körperhaut kann es jedoch manchmal ganz gut vertragen. Hier auf meinem Kanal findet ihr auch ein ausführliches Spezialvideo über Alkohole in Kosmetika, wo ich ganz genau auf die einzelnen Aspekte eingehe. Bitte im Hinterkopf behalten, dass mit Alkohol Ethanol gemeint ist und nicht zum Beispiel die Glykolalkohole wie Pentylenglykol oder Propylenglykol und auch nicht die Fettalkohole, beispielsweise Cetearyl oder Cetylalkohol. Diese haben nämlich sehr gute Eigenschaften für die Haut und nichts mit Ethanol zu tun. Genauer erkläre ich das in dem erwähnten Video. So, kommen wir zu den Empfehlungen. Die Produkte hier sind übrigens alle offiziell vegan zertifiziert. Für mich ist das heutzutage ein ganz wichtiges Auswahlkriterium. Warum und wieso und die Hintergründe erkläre ich auch ganz ausführlich in meinem Spezialvideo zu dem Thema. Bitte anschauen, es liegt mir sehr am Herzen. Fangen wir an mit der Alverde Körperlotion Ultrasensitiv. Die hat es gerade noch so in meine Liste geschafft, weil sie vegan und sehr, sehr günstig ist und dabei eine recht ordentliche Mischung aus Fettmolekülen und Feuchthaltefaktoren enthält. Keine besonderen Wirkstoffe, aber das kann man ja bei dem Preis auch nicht erwarten. Großer Nachteil. Alkohol ist in hohen Mengen enthalten. Das erkennt man daran, dass er an zweiter Stelle auf der Inki-Liste steht. Wenigstens kein denaturierter, also Vergelter, der wäre noch viel unvorteilhafter. Genaueres erfahrt ihr in meinem erwähnten Video über Alkohole in Kosmetika. Schaut mal rein, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ich möchte ja auch gerne, dass ihr lernt, die Inki-Listen zu lesen. Was ich diesem Produkt noch zugute halte, ist, dass es keine Duftstoffe bzw. kein Parfum enthält. Denn das kann die Haut auch erheblich reizen und zu Problemen führen und bringt der Haut letztendlich überhaupt keine Vorteile. Nächste Bodylotion, Santa Verde Sensitiv. Prinzipiell gute Zusammenstellung aus Lipidmolekülen und Feuchthaltefaktoren und auch Wirkstoffe wie Aloe Vera, Santonextrakt und Bisabolol sind gute Zugaben. Leider wieder Alkohol im oberen Drittel der Inhaltsstoffliste und, was wir häufig in Körperpflegeprodukten haben, Parfum und außerdem für die Haut unvorteilhafte Duftstoffe wie zum Beispiel Linalool, Limonen, Citronellol, Geraniol, Kumarin. Das muss doch wirklich nicht sein. Sprechen wir auch gleich noch drüber. Das Produkt ist ansonsten recht flüssig, zieht gut ein, im Prinzip für Sommer und Frühling geeignet. Nächste Bodylotion. Urtekram Sensitive Skin Fragrance Free. Eine wirklich gute Zusammensetzung aus pflanzlichen Fettmolekülen und Feuchthaltefaktoren. Glycerin und Shea Butter oder Shea Butter sind auch enthalten. Ich bin ja ein großer Fan von diesen beiden. Und zu Glycerin gibt es hier auf meinem Kanal übrigens auch ein Video für alle, die da tiefer einsteigen wollen. Weiterer Pluspunkt, keine Duftstoffe und kein denaturierter Alkohol. Diese Bodylotion zieht gut ein und hinterlässt auch keinen schmierigen Film. Sie ist unter den absoluten drei Favoriten hier bei den Produkten, die ich euch heute vorstelle. Übrigens steht da noch so ein Label drauf, Allergy Certified, allergiezertifiziert. Was soll das denn heißen? Also ich stelle das wirklich in Frage, denn es wiegt Verbraucher in einer falschen Sicherheit. Ihr müsst wissen, im Prinzip kann fast jeder Inhaltsstoff eine allergische Reaktion oder Irritation hervorrufen. Die einen mehr, die anderen weniger. Das ist natürlich auch ganz individuell. Aber es liegt auch in der Verantwortung der Produzenten, die Zusammensetzung von Produkten sorgsam und bedacht auszuwählen und Inhaltsstoffe, die bekannt dafür sind, dass sie gehäuft Irritationen und allergische Reaktionen hervorrufen können, herauszulassen. Also wenn wir mal dieses, wie ich finde, Quatschlabel beiseite lassen, dann ist das hier ein sehr gutes Produkt, das ich selber gerne anwende. Und von derselben Marke gibt es auch noch Bodylotions mit Duftstoffen, wie dieses hier zum Beispiel. Also, riecht nach Urlaub, aber Vorsicht! Es enthält Parfum und deklarationspflichtige Duftstoffe und das möchte ich euch schnell mal erklären. Einzelne deklarationspflichtige Duftstoffe, wie zum Beispiel Limonen, Linalool, Geraniol, Kumarin und weitere, gehören zu einer Gruppe von Duftstoffen, die gemäß EU-Verordnung ab einer gewissen Konzentration in Produkten gesondert aufgeführt werden müssen. Sie dürfen nicht unter dem Sammelbegriff Parfum geführt werden, weil sie selber als signifikante Allergene gelten. Genauer erkläre ich das noch in meinem Spezialvideo über Duftstoffe bzw. Parfum und ätherische Öle. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema und diese drei Stoffgruppen überlagern sich auch teilweise
und bergen Risiken für Hautirritationen und allergische Reaktionen. Ich finde es aber sehr gut und fortschrittlich, dass die Marke auch die Variante ohne Duftstoffe anbietet und dass beide Produkte ohne denaturierten Alkohol auskommen. Das haben viele Hersteller bisher noch nicht zu bieten. Next one. Die Bodylotion Freistil Sensitiv von IM Kosmetik Berlin. Ein Produkt, das sich schön auftragen lässt und prima einzieht. Gute Zusammensetzung aus pflanzlichen Lipidmolekülen und Feuchthaltefaktoren. Und auch Wirkstoffe wie Bisabolol oder Aloe Vera sind sinnvolle Zugaben. Duftet ein bisschen durch die Zugabe von einem Vanilleextrakt. Das ist aber noch akzeptabel, denn diese Extraktform gilt als milder und wesentlich weniger sensibilisierend als viele andere Duftstoffe. Auch von der Marke gibt es Varianten mit Duftstoffen bzw. Parfum wie diese hier. Also ich vertrage ja Bodylotions damit, aber ich vermeide es, denn ohne Duftstoffe bzw. Parfum oder ätherische Öle ist einfach besser für die Haut. Und jetzt verrate ich euch mal einen Insider. Ihr müsst wissen, viele Rohstoffe, auch sehr hochwertige, riechen per se gar nicht gut. Und deshalb ist es auch viel aufwendiger, ein Produkt ohne Duftstoffe bzw. Parfum herzustellen, denn es macht viel mehr Mühe, die Rohstoffe miteinander so in Harmonie zu bringen, dass das Endprodukt dann nicht schlecht riecht. Aber auch hier Lob an die Marke, dass sie Varianten herstellen, die nicht mit Parfum oder Alkohol zugeballert sind. Unabhängig davon noch ein Wort zur Naturkosmetik. Darin, dass alle heute vorgestellten Produkte zufälligerweise als Naturkosmetik deklariert werden, sehe ich für die Haut keinen Vorteil. Das kann euch nämlich in einer falschen Sicherheit wiegen und irreführen, denn es gibt nicht wenige natürliche Stoffe und Stoffgemische, die der Haut nicht gut tun, die zu allergischen Reaktionen und Irritationen führen können, aber auch die Lichtempfindlichkeit, also das Risiko von Sonnenschäden, erhöhen können. Dazu habe ich auch schon, wie sollte es anders sein, ein Spezialvideo gedreht, in dem ich erkläre, warum Naturkosmetik nicht besser für die Haut ist und ihr sogar unter bestimmten Umständen schaden kann. Man muss also immer jedes Produkt differenziert betrachten. Was ich favorisiere, ist das Beste einerseits aus der Natur und andererseits, nennen wir es Hightech oder Herstellung im Labor, zu nehmen und zu einem bestmöglichen Ganzen in einem Produkt zusammenzufügen. Zum Schluss noch mein großer persönlicher Favorit, die Baby-Körpermilch von Vujo. Liebe Mamas, mein Sohn ist ja mittlerweile groß, aber wenn er noch klein wäre, dann würde ich ihn hier mit eincremen. Und auch wir Erwachsenen können davon profitieren. Eine sehr schöne Zusammensetzung von guten pflanzlichen Fettmolekülen und Feuchthaltefaktoren. Großer Vorteil. Parfumfrei, keine ätherischen Öle und kein Ethanol. Hierbei zeigt sich mal wieder, dass auch das Weglassen von sinnlosen oder umstrittenen Inhaltsstoffen mit zur Qualität eines Produkts beiträgt. Schon beim Auftragen spürt man die Reichhaltigkeit und dass es die obersten Hautschichten gut absättigt. Ein rundum gutes Hautgefühl. Und noch ein Tipp für alle genannten Bodylotions. Tragt sie gerne nach dem Duschen auf, wenn die Haut noch ein bisschen feucht ist und die Lotion dann besser in die oberste Hautschicht einsinken kann. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe euch!